Heute geht es um das Thema Bonsai. Ich werde euch meine Bonsai zeigen und wir werden darüber reden, warum ich finde, dass es gut zu Koi passt. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Koi und Bonsai. Heute mal das Thema Bonsai. Warum? Weil ich darauf angesprochen wurde von einem Abonnenten letztendlich von meinem YouTube-Kanal, ob ich nicht mal meine Bonsai zeigen könnte, ein bisschen was darüber erzählen könnte. Und da habe ich mir gedacht, tja, eigentlich wird es mal Zeit. Immerhin habe ich die auch schon ein paar Mal erwähnt. Und vielleicht zeige ich euch heute doch einfach mal meine Bonsai-Sammlung, was es damit so ein bisschen auf sich hat, wie ich dazu gekommen bin. Wir werden uns die mal einzeln anschauen und vielleicht auch mal darüber reden, warum ich finde, dass Bonsai auch gut an Koi-Teiche passen, aus meiner Sicht jedenfalls. Und zum Ende hin möchte ich euch dann auch nochmal so ein bisschen zeigen, was ich in der Vergangenheit so in Richtung Bonsai gemacht habe oder vielleicht auch mal besessen habe, denn auch bei mir ist nicht immer alles grün ausgegangen, sage ich jetzt mal. Also starten wir doch mal rein. Ich habe mir ja mal ein bisschen was ausgedacht, um euch die Bonsai zu präsentieren, und fangen wir doch einfach mal an mit diesem japanischen Ahorn. Wie eigentlich jeden Bonsai, fast jeden Bonsai, habe ich diesen auch über Kleinanzeigen erworben. Meine Bonsai sind letztendlich irgendwie also Gebrauchtware. Ich habe sie nicht beim Händler gekauft. Und den habe ich jetzt auch schon 2 Jährchen. Und aktuell haben sie alle ihre Blätter verloren. Man kann jetzt schön die Verästelung sehen. Dieser hier gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich mag das, wie die Äste aufgeteilt sind. Und japanische Ahorn. Und davon wird es heute auch noch ein paar mehr geben. Nichtsdestotrotz habe ich auch mehrere japanische Ulmen. Warum mag ich Ulmen so gerne? Weil sie so kleine Blätter haben. Ich finde, Bonsai hat immer auch was mit Eleganz zu tun und mit Ästhetik. Und kleine Blätter tragen definitiv dazu bei, dass das Ganze auch ein bisschen ästhetisch wirkt, weil Bonsai sind ja letztendlich kleine Bäume. Und wenn die Blätter dann auch dazu passen, wirkt das natürlich auch immer sehr schön. Das hier ist eine japanische Ulme, also in einer Art S-Form, gebogener Form. Und aktuell die Blätter noch dran. Ich habe noch eine andere Ulme, da sind die Blätter schon ab. Die werden wir dann auch noch sehen. Das hier ist ein weiterer japanischer Ahorn, den ich erst dieses Jahr erworben habe. Ich kann euch allerdings nicht genau die Gattung sagen. Da gibt es ja natürlich verschiedene Ausführungen auch von japanischen Ahorn. Die habe ich nicht im Kopf. Ich bin mehr derjenige, der sich mehr für die Optik interessiert, als für welcher das genau ist. Mich muss der Bonsai einfach ansprechen. Ich mag das halt dann, also was spricht mich überhaupt an? Wie er im Prinzip aussieht, ja. Aber das kann natürlich nur jeder für sich selber beantworten. Das ist, glaube ich, relativ schwer auch zu erklären. Nichtsdestotrotz hat mich diese Azalee angesprochen. Oder Azalee, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Auch ein sehr schöner Bonsai. Ist mehr oben, mehr rund gestaltet, also mehr wie eine große Krone. Hat auch einen interessanten Stamm, wie ich finde. Dieses Verwurzelte, was so ein bisschen durcheinander geht. Und den habe ich letztes Jahr 2018 auch über Kleinanzeigen erworben. Darüber gab es sogar einen Videobericht. Ich war da in einem Bonsai-Garten, der ein bisschen aufgelöst werden sollte. Und dieser Azalee, die hat sich bei mir hier in den Garten letztendlich eingefunden. Hier haben wir dann die zweite japanische Ulme, auch dieses Jahr erst erworben, ist ein bisschen größer und ein bisschen älter, sieht auch sehr, sehr schön aus, also wirkt auch sehr alt durch die Borke letztendlich, durch die Rinde, auch die Wurzeln, wie sie sich da um den Stamm herum schlängeln, wirkt auch richtig cool, hat die Blätter allerdings schon verloren. Herbstfärbung war ja so rosa-rot, hatte ich in einem meiner vorherigen Videoberichte schon mal gezeigt, wie die japanische Ulme hier in der Herbstfärbung steht. Auf jeden Fall optisch auch interessant. Und Ulmen und Ahorn, das ist so mein Metier. Machen wir weiter mit einer weiteren Ulme. Das ist hier japanische Bergulme. Warum Bergulme? Weil die im Prinzip so eine Form hat, als wenn sie am Hang gewachsen ist. Also geht seitlich weg, als ob man, wenn die Bäume an einem Hang wachsen, wachsen sie natürlich schräg letztendlich, wenn man sie dann gerade einpflanzen würde, dann wären sie schräg in der Schale. So wie dieser hier, mag ich auch sehr gerne. Ist nicht so groß, ist eher einer meiner kleineren Bonsai, aber
ist eine Ulme, die mir halt persönlich optisch auch wieder sehr gut gefällt. Hier dann einer der größeren Kollegen, muss ich die Kamera mal ein bisschen zurückzoomen. Wieder ein japanischer Ahorn. Die Krone weiß ich aktuell nicht so richtig, ob mir dieser Schnitt gefällt. Muss man mal gucken, ob man da eventuell noch was umgestalten kann. Bin ich mir noch unsicher. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig natürlich. Vielleicht wende ich mich auch noch mal an ein, zwei Experten, was man da machen kann. Auf jeden Fall einer meiner größeren Bonsai ist so 70, 80 cm hoch. Und ist natürlich auch, wenn er dann austreibt, ein Prachtkerl. Hier dann wieder einer, den ich vorletztes Jahr erworben habe. Ist auch wieder ein japanischer Ahorn natürlich. Auch größere Variante, hat einen sehr schönen Wurzelansatz. Nebari nennt man das ja, diesen Wurzelansatz. Also schon ziemlich breit unten. Und biegt sich dann sozusagen zu einer Seite weg. Ist also etagenmäßig auch schön aufgebaut. Und hat eine rote Blattfarbe letztendlich im Sommer. Treibt auch sehr, sehr dunkelrot aus und die Herbstfärbung dann auch. Auch ein super schöner japanischer Ahorn. Hier dann wieder ein kleinerer japanischer Ahorn, der noch in einer Trainingsschale steht, eingepflanzt ist. Das nennt man Trainingsschale, ist halt noch keine getöpferte Keramikschale. Werde ich dann im nächsten Frühjahr umtopfen. Auch das werde ich dann aufnehmen. Ich möchte daraus so eine kleine Serie machen, wie sich die Bonsai auch entwickeln, dass man mal so ein bisschen was öfter mal zu Bonsai und deren Entwicklung auch erzählen kann. Vielleicht auch mal den Rückschnitt ein bisschen dokumentieren. Werden wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Ich habe da schon ein paar Ideen, wie wir diese Bonsai-Serie noch ein bisschen weiterführen können. Und ich denke, der eine oder andere wird sich auch für Bonsai interessieren, der auch im Bereich Koi unterwegs ist. Hier sieht man dann nochmal den Wurzelansatz hier von dieser japanischen Ulme. Ist auch ziemlich bewachsen mit Moos, die ganze Schale, der ganze Wurzelbereich. Der hier muss definitiv umgetopft werden. Das habe ich bisher versäumt. Da bin ich auch kein Experte drin, gebe ich auch offen zu. Für mich sind manche Dinge im Bereich Bonsai auch Neuland noch. Ich bin auch immer noch dabei, mich da reinzuarbeiten. Allerdings schaffe ich es eigentlich recht gut, die Pflanzen über das Jahr zu bringen und auch zu überwintern. Das habe ich mittlerweile ganz gut drauf. Nur einige müssen jetzt wirklich definitiv mal umgetopft werden. Das wird höchste Zeit. Hier zeige ich euch nochmal, was ich hier verwendet habe, um die Bonsai zu präsentieren. Ich habe mir hier einfach so ein Dingens besorgt. Hier so zwei Metallplatten, die letztendlich kugelgelagert sind und die sich dann drehen. Da habe ich dann einen Holzklotz draufgelegt. Somit konnte ich euch die Bäume schön präsentieren, auch mal ein bisschen drehen und von allen Seiten zeigen. Eigentlich eine schöne Sache. Ich denke, da werde ich auch noch eine Platte draufschrauben, wenn ich dann später mal mit dem Bonsai ein bisschen rumhantieren muss, also umtopfen. Ein bisschen schneiden ist das auch ganz schön praktisch eigentlich, wenn man die dann einfach mal so ein bisschen drehen kann. Hier sieht man dann nochmal, wie sie am Teichrand stehen und ich finde einfach auch Bonsai, Bonsai haben auch was Japanisches, was Ästhetisches und ich finde auch Koi haben das. Und ich finde einfach, das ergänzt sich optisch irgendwo richtig geil, wenn man das hier auch auf dem Teichrand so platziert. Das hat für mich hat das einfach irgendwas. Ich weiß nicht, für mich gehört das irgendwie auch zusammen. Und es ist auch durchaus möglich, dass ich meine Bonsai-Sammlung in der Zukunft erweitern werde. Das mache ich immer recht spontan. Da bin ich auch nicht abgeneigt, da weiter zuzulangen. Je nachdem, was sich so ergibt. Und jetzt werde ich euch mal so ein bisschen zeigen, was ich in der Vergangenheit noch so hatte. Wie diesen, war das ein Lingusta? Ich glaube, der heißt so. Und da hier doch so ein kleiner japanischer Ahorn. Der ist mir mal eingegangen im Sommer. Der stand auch draußen. War ganz schön, war klein, aber schön. Dann haben wir hier eine Mispel. Diese Mispel ist mir tatsächlich auch eingegangen. Die hat kein Jahr gehalten. Dann haben wir einen Jadebaum. Das ist so eine Art, ja, wie so ein Geldbaum. Den habe ich heute noch. Der steht allerdings immer drinnen. Und hier haben wir dann einen Ahorn beim Austrieb. Beziehungsweise im Mai war das, glaube ich, so. Da ist er richtig schön grün. Hier sehen wir dann nochmal, einige Bonsai, einige Pflanzen, die ich auch mal so eingepflanzt hatte. Die halten übrigens auch ganz gut die Kälte aus, bis minus 1, 2, 3, 4 Grad. Ist das überhaupt kein Problem. Waren auch schon mal eingeschneit, wie ihr eben gesehen habt. Und hier dann, als der Teich neu war, durften die Bonsai dann auch an den Teichrand auswandern. Und hier dann im Herbst, das war glaube ich auch der erste Herbst dann mit dem Teich, kann man sehen, wie sie die Blätter langsam verlieren. Und im Frühjahr, wie hier zu sehen, treiben sie dann auch wieder richtig schön und saftig aus.
In den Töpfen waren noch ein paar andere Bonsai sind das eigentlich nicht. Das waren Ahornpflanzen, auf jeden Fall japanische Ahorn, den ich in den Garten ausgepflanzt habe. Und hier dann so Mai, Juni, da sind die richtig schön prächtig und saftig in ihren Farben. Und hier wieder der Herbst. Ich habe euch jetzt einfach mal hier so ein paar Bilder zusammengestellt, dass man mal so ein bisschen sehen kann, was ich hier schon so durchgemacht habe mit den Bonsai-Pflanzen, vor allen Dingen auch mit den japanischen Ahorn, der es mir irgendwie wirklich sehr, sehr angetan hat. Hier sieht man mal meine Teich-Background-Beleuchtung. Warum sieht man die in letzter Zeit nicht? Ja, weil die kaputt ist. Also seit anderthalb Jahren ist die, glaube ich, schon kaputt. Das ist auch so ein Thema für 2020, dass ich mal wieder repariere. Dann kann ich euch die sicherlich auch mal wieder in einem Video präsentieren. Das habe ich bisher immer ordentlich schleifen lassen. Und ja, Thema Bonsai habe ich euch jetzt einfach mal gezeigt, was ich bei mir hier so zu Hause habe, was meine Vorlieben sind. Man kann sicherlich, hat man auch gesehen, was mich optisch so anspricht. Da gibt es natürlich auch verschiedene Stile, wie man Bonsai steilen kann. Wie soll ich das nennen? Wie man sie hinzieht, wie man sie wachsen lässt. Ob das nun verschiedene Etagen sind oder auch mehr senkrecht oder leicht schräg oder in S-Form, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Interesse an diesem Video, fandet das interessant, dann gebt mir doch vielleicht ein Like dafür. Und falls ihr Bock habt, dass ich diese Serie weiterführe mit mal ein paar anderen Eindrücken dann aus dem Frühjahr, wenn der Austrieb stattfindet, schreibt das doch mal in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich freuen, falls ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, rucki zucki abonnieren. Jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi und demnächst vielleicht auch Bonsai. Bis dahin, Leute. Ciao.